So, ich muss mir mal angewöhnen. Runterscrollen ist immer Richtung Sniper und hochscrollen ist immer Richtung Nebenwaffen. Weil man kann immer nur in eine Richtung scrollen. Beziehungsweise, wenn man am Ende der Waffen ist, dann kann man nicht weiter scrollen. So, der Offizier ist dort unten. Dann gucken wir mal, vielleicht kommen wir ja da von der Feldkante aus. Aber 100, na gut, 157 Meter. Theoretisch muss ich ihn ja nur ausschalten. Oh, oh. Oh, wer hat mich? Ach, der hat mich gesehen. Alles klar, warte mal, den markiere ich jetzt erstmal. Hey. Ah. So. Ich warte jetzt einfach mal auf ein Flugzeug. Nein! Ja, geil. Ich hoffe, er war da alleine gewesen. Geistertöter. Mist, da war noch wer. Scheiße, da war noch wer. Okay, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht eine bessere Position bekomme, dass ich den nochmal sehe. Aber er hat uns ja nicht gehört, also kann er ja nicht einschätzen, von wo der Schuss kam, logischerweise. Und wir müssten hier noch weiter im Schatten wandeln. Von unserem Gebüsch hier. Ah, da war er gerade, ich habe ihn gesehen. Feindsucht. Aha. Frag mich, ob das denn auch irgendwann so weit ist, dass er denn sagt, ja, okay, er ist weg. Hat's erledigt. Oder beziehungsweise so nach dem Motto, ach, war bestimmt nur der Wind. Ich glaube, der sucht komplett an der falschen Position. Da habe ich ihn gerade gesehen. Moment. Na los. Nanu, hinter Baum. Natürlich, hinterm Baum. Naja, gerade noch so davon gekommen. Ach ne, hinter der Mauer guckt er gerade. Der guckt gleich hinterm Baum. So. Mein Frendo. Der geht, glaube ich, zu seinen Kompagnons. Ich glaube, da hinten. Pam! Alter. Tja, da haben die. Mist, ich glaube, war das Geräuschkulisse? Ich hoffe ja, übertönt, ja. Zum Glück, das ging nochmal gut. Aber ich glaube, jetzt muss ich die Leichen langsam mal wegräumen. Jetzt muss ich mal ein bisschen mein Zimmer aufräumen, bevor Mutti kommt, Mutti Adolf und sich aufregt. Oder Mutti Offizier. So. Erstmal sind jetzt hier noch mehr. Okay, 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 okay. Wo war denn der gewesen? Wo wart er gewesen? Mein holder Herr. Da ist er. Oder war er, besser gesagt. Kann er hier eigentlich... Der kann nur springen. Oder beziehungsweise nur sich hoch bewegen. Seinen Arsch hoch bewegen, wenn er irgendwo eine Mauer hat oder so. Sprich, wenn er einen Grund sieht, sich zu bewegen. Da hinten wartet doch bestimmt auch schon wer auf uns. Oder hier vorne. Ah, Mist, da wartet tatsächlich schon wer auf uns. Nein! Hä? Warum legt er den nicht ab? Ist ja doof. Natürlich erstmal ausnehmen. So, jetzt wäre wieder Geräuschkulisse gewesen. Hallo? Warum kann ich ihn eigentlich nicht ablegen? Na gut, dann muss ich ihn jetzt ganz taktisch ins Gebüsch werfen. Wams. So, da guckt er zwar ein bisschen raus, aber ich hoffe mal, dass die KI hier nicht so weit entwickelt ist. Okay, mein Freund. Ich hoffe nicht, dass der... Ah, ich müsste dem auf jeden Fall erstmal markieren. Na, wo wartest du? Oder besser gefragt, wo warst du? Ich glaube, der muss auch so lange im Sichtfeld bleiben. Da hinten sind Flugzeuge, aber ich glaube...
Die haben jetzt hier nicht... Alter, krass. Also, das ist schon echt krass, wie schnell und wie gut die einen hier sehen können. Ich meine, es ist mehr als realistisch. Und das gefällt mir auch sehr. Ich muss ja den Moment mal abpassen. Da höre ich doch schon wieder was. Achso, war wahrscheinlich wieder woanders gewesen. Na los. Aber ich glaube, von hier habe ich auch eine gute Overview auf den Officer. Da ist er. Krass. Ich frag mich. Lecker. Und den Helm noch weggeschossen. Und ich frage mich auch, übertönt. Was frage ich mich denn auch, ob die ballistisch abgelenkt werden, wenn ich jetzt zum Beispiel durch den Haufen durchgeschossen habe? Realistisch gesehen wäre das natürlich möglich. So, aus der Deckung kommen. Maus 2 halten. Was? Maus 2 halten? Ah. Also, sprich, visieren. So, Kompagnon, was hast du denn? Hast du was, was mich interessiert? Erstmal nichts. Wie werde ich dich jetzt hier los? Leg dich zu deinem Kumpel. Ich würde die anderen auch gerne nochmal umlegen. So, da ist nochmal unsere Luftunterstützung. So, hier wirst du wahrscheinlich gesehen. Naja, dann packen wir dich mal zu deinem Kumpel. Leichnam werfen. Warum kann ich dich nur werfen? Egal, stört mich nicht. Landen tust du eh im Ziel drinne. So, weißt du was? Bevor jetzt hier nämlich noch irgendein Auto vorbeikommt oder irgendwas anderes, werden wir hier erstmal alle entsorgen, die hier noch rumschliegen, rumkrawenzeln, da vorne. Egal, dann wird das ja richtiger rechter Haufen sozusagen. Hallo? Achso, nee, tauschen will ich nicht. Ich wollte eigentlich gerne looten, aber ich glaube, da war nichts drin gewesen. Na, sowas finde ich auch ein bisschen schade eigentlich in solchen Spielen, dass du hier so eine Kante hast und... Ach, alles klar. Kann er doch übergehen, aber guck mal hier, wenn ich von hier gehe, dann ist er so ein bisschen blockiert oder ein bisschen verhindert. So. Aber guck mal, hier haben wir auch einen guten Spot auf die da hinten. So. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ah, alles klar, ich wollte nämlich gerade sagen, guck mal hier, den durchsucht er ein bisschen schneller. Boing. Wie die mal fliegen, voll geil, ja? So, hier haben wir noch ein Kistchen. Einmal TNT, krass. Aha. So. Generatoren. Generatoren sind tragbare Stromerzeuger des Feindes, die sabotiert werden können, um Geräusche zu überlagern, mit Sprengfallen versehen oder ganz einfach zerstört werden können. Sabotierte oder mit Sprengstoff versehene Generatoren übertönen Lärm, lassen aber auch den Feind neugierig werden, der sich der Sache annehmen wird. So, hier haben wir Funktechnik. Warum können wir die nicht zerstören? Würde uns doch einen taktischen Vorteil bringen, oder nicht? Aha, die Herzfrequenz, die ist ja gerade schon wieder voll am Abgehen. Jetzt geht's gerade ein bisschen runter, weil ich will mal sehen, wie das aussieht. Aber das macht ja eigentlich... Guck mal, das macht eigentlich gar keinen großen Unterschied. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier auf Rot bin... Ah, alles klar. Das macht das also für einen Unterschied, weil eben gerade, als ich die Herzfrequenz ein bisschen downgecalmt habe, hat er noch, ja, und so weiter. Hat er noch schießen können, vernünftig. Aber hier ist auch gar kein Wind, ne? So, wo ist denn hier Officer? Töte die Nazi-Offiziere. So. Warte mal, erstmal Feldstecher. Der alte Stecher. So. Entfernung 98 Meter, okay. Aber realistisch gemacht, dass man hier nicht so zoomen rein und raus kann, wie man will. Also sprich dieses nahtlose, analoge Ranzoomen. Sondern dass du hier wirklich wie diese Stufen hast. Aber gut, ist ja wirklich ein sehr realistischer Shooter oder Sniper-Shooter. Und ich denke mal... Hundemarken entfernen? Hä? Ah, alles klar. Ja, und da werden die, denke ich mal, schon Wert darauf gelegt haben, dass das sehr realistisch ist. So, hier war noch einer. Da oben habe ich nämlich noch einen gesehen. Status passiv.
Alliierten Info, Marvin Petzold. Vermisst seine Mutter. Krass, dass sowas dabei ist. Ich dachte, das kann nur die Dad-Sack. Was ist das? Entfernung, instabil. Steinadler, da werden bestimmt irgendwelche Feinde drunter sein. Die es denn ganz übel erwischen wird, sollte ich diesen Adler runterschießen. So, hier oben habe ich eigentlich noch einen gesehen, aber der hat sich jetzt wahrscheinlich verpisst ins Zelt oder so. Ich gucke mal, ob ich... Ah, gucke an. Ist das der Offizier? Ne, der Offizier, der ist irgendwo... Fragezeichen. Ach, warte mal, ich kann natürlich, mit einem Fälsch... Ah, gucke an. So. Pams, habe ich gleich die Geräuschkulisse ausgenutzt. So, ich glaube, die sind jetzt zwar ein bisschen in Aufruhr, aber ich verlasse das Gebiet ganz, ganz ruhig und wie jetzt hätte ich nichts damit zu tun. Und dann gehe ich weiter zur Kamera, die sich da hinten befindet. Ich glaube, die befindet sich im Haus, kann sein. Kontrollpunkt sichern. Das ist denn da unten. Und hier Stacheldraht, das möchte ich gerne mal kurz wissen. Was fein sucht? Achso, alles klar. Ich wollte gerade sagen, aber der sucht natürlich da unten. Vergebens. Ich weiß nicht, muss ich da unten eigentlich noch was machen? Ich glaube nicht. Markiert sind die Feinde, das ist okay. So. Hallo? So. Das ist ja mies. Zielexperte, na klar. Achso, alles klar, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, weil ich jetzt den so elegant markiert habe, ohne dass er sich da hinterm Laternenpfeiler versteckt hat. Aber finde ich krass, dass man mit dem Feldstecher markieren kann, wie die Leute heißen. So, Kamera zerstören ist da. Ich glaube, da gucke ich mal, ob ich von der Scheune da vielleicht den Schatten nutzen kann. So, Geräuschkulisse hätten wir gerade. Nee, das lasse ich mal lieber. Ich will mir vorher nämlich mal eine Übersicht holen, wer jetzt da überall alles rumdimpelt und wer da gerade am Rumschisseln ist. Und die Kameras sind dort drinne. Alles klar. Hallo? Dachte schon. So, ich verstecke mich jetzt hier mal ganz taktisch. Weil da habe ich nämlich gerade schon wieder einen gesehen. So, nutzen wir mal die Tiefe des Raumes. So, wo bist du? Zeig dich. Oh. Yeah, Bewaffnung der Umgebung. Halt Ausschau nach Schwachstellen in der Umgebung. Ein gut platzierter Schuss könnte eine Reaktion auslösen. Schwachstellen in der Umgebung können mit dem Feldstecher markiert werden. Okay, das hatten wir ja schon. Ich würde nämlich ehrlich gesagt gerne den anderen Typen hier mal noch markieren, aber der... Sieht er uns jetzt hier eigentlich? Ich glaube fast nicht. Gut, ich gehe mal ein bisschen rum. Ich gucke mal, ob ich noch einen besseren Spotpoint finde. Spotpunkt. Und ob ich überhaupt mal den zweiten da noch sehe, damit ich eben auch mal markieren kann. So, ich muss nochmal schnell räuspern. Na gut, aus Räuspern wurde Schleim abwerfen. Weil ich ja, wie gesagt, noch ein bisschen erkältet bin. So. Monseigneur Erich Busemann. Wie sie die deutschen Namen auch darstellen, finde ich immer sehr amüsant. Wie gesagt, die Deutschen, die werden in, ich glaube, amerikanischen Filmen oder allgemein so, da versuchen sie dann ja auch immer die deutsche Sprache so ein bisschen nachzuspielen und dann machen sie das immer so übertrieben. Brauchen Sie etwas? Und so redet ja kein Deutscher und... Na gut, man weiß ja nicht, wie sich das anhört, wenn wir als Deutsche die Amis nachsprechen würden, wie sich das für die anhören würde. Achso, ich dachte, da steht noch wer. Na gut. Oh shit. So, wer bist du denn? Du bist Franz Sorglos. Rundum Sorglos-Paket. Der da hinten hat auch eine Feldmarke, beziehungsweise eine Hundemarke.
Schade, man würde nämlich gern einfach so wie bei Watch Dogs 2 würde man gerne jetzt eine Drohne werfen. Und einfach mal um die Umgebung abchecken. Ich renne jetzt hier einfach mal großzügig überall rum. Die Kameras, ja, müssen wir uns ja holen. Und mit dem Rumrennen will ich hier einfach... die ganzen Feinde mal ausspähen, dass ich weiß, wer jetzt hier rumläuft und um wen ich mich hier Sorgen machen muss. Weil wenn ich nämlich weiß, dass er da alleine rumdimpelt, dann kann ich nämlich sagen, okay, den kann ich bei Geräuschkulisse gar nicht hier nochmal ausschalten. Um den schon mal aus dem Weg zu räumen, damit ich eine bessere Position habe sozusagen. Aber wie es scheint, wenn jetzt gleich nochmal ein Helikopter vorbeikommt, dann werde ich mich um den kümmern. Huch, wo ist er hin? Achso, der ist hinterm... Ah, Mist, der ist hinterm Haus. Ah, Mist, jetzt kommt natürlich... Okay, doch nicht. Die stehen aber relativ... alle relativ alleine hier, habe ich das Gefühl. So, warte mal, kann ich da hinten lang? Ich glaube, da hinten kann ich auch noch lang. Und hier kann ich zur Not... Nee, kann ich nicht. So. Leertaste Lunge leeren. Aha. Der würde dann wahrscheinlich auch irgendwann abkacken, wenn man zu lange die Lunge leert. So, er steht jetzt perfekt, Alter. Das wäre so geil, wenn jetzt ein Flugzeug vorbeikommen würde. Dann würde ich nämlich da als nächstes drauf oder hochgehen, damit ich ihn dann erstmal entsorgen kann und von da aus vielleicht einen besseren Überblick auf die Kameras habe. Los, 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 Flugzeug, los, 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 los! Autsch. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob jetzt hier... Ich muss da auf jeden Fall schnell hoch, damit ich den mal entsorgen kann. Ich glaube auch fast, hier werden auch überall noch Leute rumrennen. Da hinten sieht es doch schon wieder so prädestiniert aus, dass da welche rumdimpeln. Aha. Zwischen 6 und 2-fach können wir also umschalten. Habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. So. Guck mal, da ist sogar ein Truck. Ich weiß gar nicht, können wir den sogar nehmen? Das wäre ja richtig geil. Ich guck mal, ob ich mich da rechts vielleicht rumschleiche. Ah, ich weiß nicht. Gehe ich rechts rum? Ich glaube, ich gehe rechts rum. Da ist auch so ein schöner Sniper-Spotpoint. Ich guck mal, was ich da so für einen Überblick habe. Wie gesagt, ich muss ja aber trotzdem noch aufmerksam bleiben. Wie das jetzt hier mit Feinden ist. Theoretisch kann ich überall nur mein Ziel erfüllen. Oder mein Soll, nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es wahrscheinlich, unentdeckt zu bleiben und wirklich alles aufzuräumen. Aber ich kann natürlich auch mich um die Kameras kümmern und dann einfach abhauen. Guck mal, was macht denn der da? Ah, okay, ich dachte, er durchsucht da gerade irgendwas oder untersucht. Es wäre natürlich perfekt gewesen, wenn hier Feinde gewesen wären. Hätte ich natürlich gleich weghauen können. Ich würde trotzdem gerne noch... Was ist denn das? Also das ist auf jeden Fall wieder ein Radio. Okay. Feinde sind ja scheinbar nicht. Warum ist hier so ein verlassenes Haus? Das ist ja komisch. Mist, hier kommen wir gar nicht hoch. Aber hier liegt auf jeden Fall ein bisschen Zeug rum. Oh, guck mal, Kippen. Yeah, Shotgun. Achso, ich dachte, das wären. Geil, das sind ja Shotgun-Munition, keine Kippen. So, da mal wieder ein Generator. Okay, von hier. Ich glaube, da hoch kommen wir gar nicht, scheinbar. Aber gucken kann man ja trotzdem nochmal. So, ich darf hier nicht so überhastet lang laufen. Ah, geil. Coole Sache, da haben wir hier jetzt auf jeden Fall einen schönen Sniper-Spot-Point.
Und die Kameras sind im perfekten Blickfeld. Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug. Geil. Mit der Orchidea als Höhepunkt. Da hinten steht... Der sieht mir sehr aus wie Putin. Warte. Hallo? Achso, ich bin schon auf Maximum. Ah, die sieht echt ein bisschen aus wie Putin. 99 Meter. Das ist auf jeden Fall schon eine Herausforderung, glaube ich. Ich nutze auf jeden Fall... Aha, ich müsste eigentlich... Theoretisch kann ich ja die Kamera ausschalten, wenn... Also er steht auf jeden Fall größtenteils, guckt er... Naja, er guckt auch nach hinten, das ist doof. Aber er guckt auf jeden Fall permanent da hinten hin. Das heißt, erstmal schalten wir ihn hier aus. Nein! So. Ah, cool, wie der auch hier mit dem Scharfschützengewehr so rumgeht. Na gut, ich meine, jetzt ist er hier in der Wand drin. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ich frage mich, wie wir aber trotzdem noch anders vorgehen könnten. Theoretisch mit Schalldämpfer, aber... Na los! Ach, Mist. Waren nicht nah genug dran, scheinbar. Das wäre geil, wenn der Kopf hier auf der Höhe wäre, von der Kamera. Nein! Nein! Du Arsch! Aber ich glaube, wenn wir den nach hinten nämlich wegknistern, ich glaube fast, der wird sowieso umfallen und dann weg sein. Erstmal, dass er nicht von ihnen hier entdeckt wird. Aber ich will ihn hier am liebsten eigentlich, So. Ich wollte ihn jetzt nämlich erstmal wegsemmeln. Wie jetzt? Willst du mich verarschen? Ah, da hinten rennt auch noch wer rum. So, es war aber gerade noch Geräusch. Kulisse, deswegen verstecke ich mich jetzt nämlich nochmal ganz schnell. So, Triangulation. Warum? Map ansehen. Du bist hier. Offiziere töten. Ah, alles klar. Ach, da sind auch Offiziere. Oder? Tatsächlich. Und ich glaube, ich habe den sogar schon gesehen. Das war ja doof gewesen. Kacke, das hätte ich vorher sehen müssen, dass hier noch ein Offizier rumhaut. Aber da ist er doch. Wie gehe ich am besten vor? Am besten... Da ist die Luftunterstützung. Mist. Nicht laut genug. Ah, der steht gerade so perfekt. Leck mich am Arsch. Mann. Jetzt versteckt er sich natürlich. Okay, die sind ja... Die sind ja alle ein bisschen auf Zack. Warum die nicht generell sich verstecken? Na gut, die wissen ja nicht, woher es kam wahrscheinlich. Aber wie exakt die Frequenz, die Herzfrequenz auch auf 60 hält. Das ist ja nicht schlecht. So. Mann. Die kommen alle nicht hierher. Oder ob ich die einfach wegflanke? Theoretisch kann ich mich ja dann verpissen. Nein! Alter! Ast rein. Und das war sogar tatsächlich noch übertönt. Okay, das ist jetzt nicht mehr übertönt, das lasse ich lieber. So, jetzt kann ich mich aber theoretisch schnell verpissen, bevor der die Leiche entdeckt. Ich meine, eigentlich müssten die ja wissen, dass hier irgendwer noch in der Umgebung rumschnawulst. Nein! Was ist mit dem da? Ach, alles klar, der hat jetzt den Dings entdeckt. Und der ist jetzt ja, der ist jetzt wirklich ein bisschen auf Attacke sozusagen. So, Offiziere töten ist da hinten. Kontrollpunkt sichern haben wir da auch noch. Die Map können wir also so nach und nach abarbeiten. Und da hinten kommen wir rum, schön. Aber Kontrollpunkt sichern. Warte mal, wo war das? Offiziere töten, Kontrollpunkt sichern. Und da vorne, ach nee, das ist dahinter. So. Theoretisch, wenn hier ein bisschen Lärm ist, könnte man ja eigentlich mal sprinten. So, ist aber schön, dass ein Geräusch kommt, wenn man weiß, dass man denn... Wenn man auf Dings ist. Wenn man versteckt ist. So, was haben wir hier? Infanterie. Hä? Was ist jetzt los? Ach, leck mich doch, Kaspersky. Ey, ich lösche dich. Ich lösche dich und
Verbrenne denn deine restlichen Dateien? So, ich hoffe... Oh, bitte lass doch... Bitte lass die Aufnahme jetzt nicht asynchron sein oder irgendwas abkacken hier. So, bin ich jetzt wieder drin? Warte mal, ich mach mal ganz kurz den Test. 1, 2, 3, 4. So, muss ich in der Aufnahme mir mal merken. 53 Minuten. Ach, leck mich doch Kaspersky. Das habe ich schon mal geschafft. Oder Kaspersky hat das schon mal geschafft, dass er mich voll rausgesäppt hat. So, da ist der nächste Offizier. Da gehe ich denn hier lang. Und hier ist doch Kontrollpunkt sichern. Dann nehme ich nämlich hier hinten schön alles mit. Oder gehe ich hier hin? Ich weiß nicht, was ist denn hier, was ist denn hochgelegen? Ich glaube, das hier ist hochgelegen, oder? Weil dann habe ich vielleicht hier ein gutes Sichtfeld. Aber an sich wäre es nicht schlecht. Ich guck mal, wie ich hier rankomme. Ansonsten muss ich... Na, weiß ich nicht. Also ich könnte hier dann rum. Ah, dann läuft es darauf hinaus, dass ich wahrscheinlich eh wieder dahin. Ich guck mal, vielleicht renne ich ja rum und mach das Ganze so, weil hier habe ich noch eine schöne Brücke. Die könnte ich mir dann nochmal angucken, keine Ahnung. Ich gehe rum. Ich geh rum, weil dann kann ich nämlich schön die Anhöhe ausnutzen oder die Anhöhung, die ich zumindest denke ich, dass da eine Anhöhung war. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, ich frage mich, ob der irgendwann abkackt. Ob der irgendwann seine Lunge ausspuckt. Ich meine, laufen das Schlauch, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Wäre auf jeden Fall realistisch. So, bei wie viel Frequenz ist er denn? 114. 114er Puls. So, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal meine Map abchecken. Bin ich jetzt eigentlich im Pausemodus? So, da ist Infanterie. Ah, genau, da wurde ich ja rausgeschmissen. So, und nochmal raus. Theoretisch müsste ich jetzt nur noch gerade, ne? Da rechts war ja noch einer gewesen, der uns immer kurzzeitig geblickt hat, aber der ist ja jetzt erstmal ausgeschaltet. So, da vorne steht noch einer, aber der guckt gerade weg. Das kann ich ausnutzen. So. Dann machen wir hier ein bisschen Asche. Die Nazis warten leider nicht auf uns. So, aber hier ist jetzt, glaube ich, keiner mehr. Oh, hier, schöne Übersicht. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube fast, hier ist es relativ weit weg noch. Das hätte ich natürlich bedenken sollen. Aber guck mal an hier. Haben wir zwar ein paar Range-Shots, also ein paar lange Range-Shots.